Hallihallo. Es regnet und regnet und regnet. Ich bin gerade beim Weidezaunbatterie aufladen. Die alte Batterie vom Traktor. Da braucht sich da nicht immer die Einwegbatterien kaufen. Das fährt leins Geld. Mir ist das irgendwann geschossen, weil ich ein Netzgerät da gehabt habe beim Weidezaun, das an 9 Volt oder 9 bis 12 Volt Trafo dabei gehabt hat für die Steckdosen. Und dann dachte ich, hey, ich brauche ja nicht immer da ein Kabel um mich legen. Batterie um mich und gut. Und dann ist mir geschossen, dass ich die alte Batterie noch da habe vom Traktor, die zusammengefallen ist. Und die tun es leicht, nehmt alte Autobatterien oder irgendwas her. Weil so viel Strom bringst du immer rein. Für das bisschen, was die Geräte brauchen, die haben ja keine Leistung. So, ich habe das letzte Mal, glaube ich, im April, Mitte April oder irgendwann habe ich das letzte Mal aufgeladen. Die heben ewig für die Geräte, auch wenn sie hin sind. Überhaupt kein Thema. Die dürfte eigentlich jetzt voll sein, weil da habe ich schon ganz nett Gas gegeben. Und dann tun wir sie wieder rüber. Und zum Regen, eigentlich wollte ich die Wochen voll machen. Mal schauen, ob das was wird. Karre abschalten, Klappe zu, Affe tot. Gute Musik, ha? Pfifferling bitte, mal wieder Schwammerlein suchen gehen, wäre angesagt. Meine Vorräte sind eh aufgebraucht. Da habe ich das Gerät. Das normalerweise ist da ein kleiner Trafo dran. Ich mache hier einfach die Pole mit kleinen Kabelbindern fest. Also die Kabel an die Pole. Mal schauen, welcher gehört jetzt wohin. Schön verdreht. Okay, daher. Und der da, und dann soll es gehen. Ja. Da geht. Was schreien noch nicht, also hole ich sie auch noch nicht aus so in dem Sauwetter. Auch schon wenn der Hunger groß wird. Wir haben da Wald rein schon noch. So ein Sauwetter. Aber da schaut es nice aus. Richtig nice. Sind noch die Salate, Wirsing, Weißkraut. Ein bisschen was ist geschossen von der Salate. Die mögen die Nässe nicht. Ich bin da einfach nicht so klar damit. Aber das Kraut wird super. Und Riesenkarpiöler. Wunderschöne Blumen. Und ein bisschen was vom Brokkoli hat auch funktioniert. Den muss ich heute aber auch abschneiden. Weil einen habe ich schon übersehen. Oder was heißt übersehen? Ich war nicht da. Wanderreiten. Cool war's. Da blende ich euch ein paar echt schöne Bilder ein. Am Ende des Videos. Und Riebissel und Stachelbeer. Ah, Riebissel, rote und schwarze wollte ich heute ernten.
Da hängt nicht was drauf. Da hinten habe ich noch weiße. Die Karte. Lustig, die habe ich geschenkt gekriegt. Und auf einmal wachsen sie überall von selber. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich da nicht schon mal Saatgut hingestrahlt habe. Jetzt gehen wir noch in den Tunnel. Geil, oder? Melanzani machen sich super. Blüten sind dran. Da. Also Knospen. Blüten. Blüten. Paprika hängen schon die ersten drauf. Da, echt nett was. 1, 2, 3, 4, 5 Paprika auf der kleinen Pflanzen. Da. Violetta Blockpaprika. Rote Spitzpaprika. Lombardo. Milder Peperoni. Deschayenne, scharfer Peperoni. Das sind noch die gekauften Pflanzen. Da habe ich mir noch 3 Chili-Pflanzen gekauft, weil bei der eigenen Anzucht haben die Chilis, da ist gar nichts gekommen heuer. Keine Ahnung warum. Habe echt einiges Verschiedenes ausgesehen. Gekommen ist nichts. Und da haben sie gerade gesponnet. Da hängen auch schon Früchte dran. Da hat bei den anderen zwei noch nicht. Eins ist wohl da oben. Da kann man sie. Das ist der Thai, glaube ich. Thai Chili, Ravit, Impressa. Und das da hat ein Habanero. Ein roter Habanero. Tomaten hängen auch eigentlich schon überall dran. Ja, Black Plum. Das dürft. Was habe ich da? Black Sherry. Ja genau, Black Sherry. Nachher, das ist die White Sensation, hängt auch schon was drauf. Das wird schon. Und die Zuckermelone, das wird ein anständiger Teppich, muss ich sagen. Also die gibt Vollgas. Und da habe ich auch Tabakpflanzen drinnen stehen. Die da. Gurken. Hängen die ersten Früchte dran. Da hinten zum Beispiel. Oder ein paar habe ich schon genascht. So kleine Mini-Gürkchen habe ich schon wegschnabuliert. Und der Basilikum, hey. Der ist fast so groß wie die Tomaten. Also der ist riesig. Den gefällt es da voll gut. Das sind richtig große Buschen. Muss jetzt dann aber auch gleich mal was tun, weil sie fangen jetzt langsam Blütenansätzen an. Da. Aber Blätter fast so groß wie eine Hand. Echt irre. Und riechen. So gut riechen. Da, der Petersilie. Gefällt es auch. Zwischen die Melanzani oder am Rand der Melanzanis. Und eben Basilikum. Alle Stöcke sind so riesig. Da vorne habe ich ein bisschen ein Schneckenproblem scheinbar. Weil in den Tunnel gehen die Enten halt nicht rein. So, nice. Und genau, was ich auch noch vergessen habe zum sagen beim letzten Mal, wegen dem Hanf. Die Chickens dürfen inzwischen auch ein bisschen rumrennen. Chicken Run. Und sie ist echt mit Abstand die schönste. Inzwischen, also vorerst, wenn man sich die Säumung vom Gefieder anschaut, das ist der Knüller. Die Kleinen sind noch nicht so weit.
Die brauchen noch für die Gefiederentwicklung ein bisschen. Und das da ist leider natürlich CBD-Hanf. Wir Ösis dürfen ja noch keinen Rauschhanf anbauen, also mit Wirkstoff, der medizinisch auch voll wertvoll wäre. Aber ist halt leider so. Jetzt müssen wir halt vorerst die legale Variante anbauen. Ich finde sie so schön. Sie gehen alle in Blüte gerade. Die Hauswurzen. Die sind schon echt lässig. Meine restlichen Walnussbäumchen. Ah ja, Blaubeeren. Blaubeeren. Da habe ich schon viel genascht. Also da habe ich schon so viel Ohr gegessen und das nimmt kein Ende von der kleinen Pflanzen. Weil so groß ist sie gar nicht. Aber da sind in Summe sicher 3 Kilo, würde ich schätzen, drauf gewesen. Die Marillen, Aprikosen werden auch reif, langsam. Und da hat man jetzt eine Baumschneiderin, eine gute Bekannte oder eine Freundin inzwischen, hat man gesagt, die kann ich ruhig schon schneiden, wenn die Früchte noch drauf sind. Da muss man die Ernte nicht abwarten, weil dann können sich die kurzen, einjährigen Triebe bis zum nächsten Jahr viel besser entwickeln. Und man hat pro einjährigen Trieb nachher mehr Marillen dranhängen. Wirkt sich scheinbar positiv aus, hat die gemeint. Und durch den Wanderritt habe ich einfach ein bisschen wenig Zeit gehabt zum Filmen die Wochen, weil ich 3 Tage unterwegs war. Darum ist mein Videomaterial einfach ein bisschen. Ja, es ist nicht so viel zusammengekommen, wie ich sonst ein Tier habe. Und darum zeige ich euch noch, wie ich und mein Esel Pauli umeinander hirschen. Wir haben einen neuen Weg zum Reiten ausgekundschaftet. Aber das war echt eine Challenge, da durchkommen. Das haben wir fast nicht geschafft. Aber echt Hut ab von Pauli, wo der mal überall hingegangen ist und auf, bergauf gesprungen, das kenne ich gar nicht von ihm. So, schauen wir noch einen Blick zu den Schweinis, die liegen da hinten auf einem Haufen. Die Zwutschgelen. Ja, die Fliegen. Fliegen sind halt auch immer da. Aber ich wasche den Stall jetzt täglich eigentlich raus. Immer beim Ausmischen. Alles einspritzen. Da gehen gleich wieder ein paar hundert Fliegen drauf. Das ist klasse. Das ist gut fürs Gewissen, weil man hat in den Tieren gegenüber natürlich schon ein Gewissen oder ein schlechtes Gewissen unter Umständen, auch wenn was nicht passt. Und deswegen Stall waschen, Fliegen abspritzen. Beste, was du dran kannst. Genau. Ich gehe jetzt Video schneiden und wünsche euch noch gute Unterhaltung beim Rest vom Video. Also der ist gestern noch nicht da gelegen. Aua. Bremsensau. Da liegt ein Bäumchen. Wir gehen da rein, ein paar Blüten. Den hat es ja umgeschupft. Der ist da schon mal gelehnt. Wegen dem Holz, die Äste, was da liegen. Strengelt einer ein wenig erst. Da liegt noch einer, schon wieder ein Bäumchen. Da muss in der Nacht echt der Wind ganz nett gegangen sein.
Habe ich gar nicht mitbekommen. Hopp. Hopp. Streng die Hunde. Oh, hopp. Hopp. Er krast. Ja, mit Schwung. Kim. Okay, beim zweiten ist er nicht einverstanden. Wir müssen durch die Sträucher. Pauli ist uneinverstanden. Er ist nicht einverstanden. Ja, halt dadurch. Pauli, du bist selber schuld, wenn es stuckt. Brombeeren. Hui. Müssen wir die gucken, wo wir hinsteigen. Aus der Zeit. Und wieder Wind. Windy, windy. Er isst schon wieder, er isst immer. Mampfi, Mampfi. Kim. Cool, ein neuer Weg. Bis jetzt ist er mal offen. Können wir dann reiten gehen? Oha, da hat es ein bisschen was ausgewaschen. Das wird mit der Börde schwierig. Der Pauli kann das. Ja, da verläuft sich das Ganze ein bisschen. Oha, Brombeere. Mit der kurzen Hosen durch die Brombeeren. Das ist der Spaß, das sage ich euch.
Hinten noch gerne ist ja einfach. Aha. Pauli, du musst oben drüber. Jetzt. Das geht einhändig nicht. Er kann es selber kaum glauben, dass er da drüber gekommen ist. Da gehen wir, Pauli, komm. Jetzt geh. Kniffliges Wegele. Bravo. Pauli. Schon, oder? Der totale Bergesel. Aber Esel sind ja total trittsicher, das ist ja bekannt eigentlich. Aber halt vorsichtig. Und darum dauert es entsprechend lang oft einmal. Aha. Ich glaube, der Weg ist da oben. Nein, der ist da unten. Da oben, da unten. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn der? Da oben ist der Weg. Haben wir es gleich geschafft. Hoffe ich. Ich mag da echt nicht mehr zurückgehen. Ja, wo wir auf dem Weg sein, ha? Ja. Mitten durch die Pampa. Da unten liegt ein Baum. Hui. Also echt Hut ab von Pauli. Wo der überall reingekupft ist jetzt gerade. Sprungesel. Viel zu warm, um solche Aktionen zu machen. Was auch, dass nicht losstürzt, Kumpel. Wir haben einen Weg gefunden wieder. Hui. Viel zu steiles Gelände. Haha, jetzt weiß ich's. Der Weg ist eine Ameisenstraße. Steil, steil, steil. Warm, warm, warm. Hui. Aber wir haben es geschafft.
Aber mit dem Fahrrad kommst du da nicht um, keine Chance. Ah, Bremsen war das. Hab mich gerade gefragt, was sticht denn da auf der Schulter so? Mei, juhu! Und da ist eine Bank. Fette Gelsen, komm her. Frechheit, gell? Da kommst du nicht hin. Gut aufbleiben. Aber alles ist im Stall nicht anders. Kann ich ihm noch weniger helfen wie jetzt. Ja, die Spuren der Brombeeren. Und der Zeck. Aber Junge, der tut nichts. Bremsen. Bremsen, bremsen. Mei, da wird es mich nachher wieder jucken. Drecksviecher. Dort oben. Sollen wir kurz die Prise genießen, weil da geht ein leichtes Windel. Hi. Geh mal bitte weiter. Wie ein kleines Kind. Spur. So. Lustig, was da drüben hängt. Gerade jetzt entdeckt. Ein Blümchen am Baum. Eine Harzhöhle. Cool. Kann ich wieder Fichtenharzsalben machen. Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Das müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Blaubeeren. Mein Pauli, wir können nicht heim.
schön da bleiben, Junge.